Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sprüche 28. Heute sind es 28 gute Laune-Sprüche. Also, wie ich im Riegel Freitag gesagt habe, hat mir jemand geschrieben, lauter negative Sprüche, Daumen nach unten. Da habe ich mir gedacht, muss ich das mal positive raussuchen. Und zwar 28 gute Laune-Sprüche. Ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder alle Sprüche durch und sage dann zu meinem Lieblingsspruch, beziehungsweise zu dem Spruch, der mir am besten gefallen hat, nochmal was dazu. Ich würde sagen, gleich nach dem Intro fangen wir an. Okay, Spruch Nummer 1. Das frühe Vögeln entspannt den Wurm. Ich hol nur schnell gute Laune. Gute Laune ist kostenlos und verblüfft deine Gegner. Es macht viel wacher, den Kaffee über die Tastatur zu schütten, als ihn zu trinken. Humor und gute Laune sind Vitamine für die Seele. Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune. Schlag nicht zurück, wenn dich dein Bruder schlägt. Sie erwischen immer den Zweiten. Das Glück tritt gern in ein Haus ein, in dem gute Laune herrscht. Gib der guten Laune schon früh am Morgen eine Chance. Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben. Dann sind wir bei der Nummer 11. Nichts trägt so viel Zinsen wie Freundlichkeit und gute Laune. Irgendwo auf der Welt fragt sich ein Strand traurig, warum ich nicht auf ihm liege. Es kommen auch wieder Zeiten, in denen nur die gute Laune und die geile Atmosphäre auf Party ansteckend sind. Habe den Gute-Laune-Tee 8 statt 4 Minuten ziehen lassen. Heute eskaliere ich so richtig. Tu, was dich glücklich macht. Heiter geht's weiter. Willst du dir den Tag versauen, musst du in den Spiegel schauen. Willst du es noch schlimmer machen, probier mal deine Sommersachen. Du wirst glücklich sein, sprach das Leben. Doch zunächst mache ich dich stark. Das Erste, was man bei einer Diät verliert, ist die gute Laune. Drum mache ich keine. Nummer 20. Regen ist nur Konfetti, der vom Himmel fällt. Dann sind wir bei der Nummer 21. Manchmal will ich nicht aufstehen. Doch dann fällt mir ein, dass es Leute gibt, die ich nerven muss. Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Wer früh morgens schon ekelhaft gute Laune hat, braucht sich gar nicht wundern, wenn er aus Notwehr erschossen wird. Das Tolle an schlechter Laune: kostet nichts, ist nie gespielt und hält länger als gute Laune. Gute Laune ist die Würze des Lebens. Sinnlos ist ein Leben ohne Sinn für Unsinn. Heute wollte ich eigentlich die Welt retten, aber es regnet. Und Nummer 28, der letzte Spruch für heute: Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht. Ja, das waren jetzt die 28 Sprüche. Und jetzt kommen wir zu dem Spruch, der mir persönlich gefällt. Und zwar gleich der letzte Spruch: Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht. Und genau das habe ich mir auch gedacht, wie ich mit YouTube angefangen habe. Weil wie ich angefangen habe, wie ich das rausgefunden habe, da habe ich ein paar Testvideos rausgebracht und habe die aber sofort wieder gelöscht, bevor es jemand entdeckt hätte. Oder da habe ich jedenfalls gemeint, es hätte jemand entdecken können, also habe ich schnell wieder gelöscht,
Es waren bloß so A, B, C und hab's halt wieder hochgeladen. Und es ist dann auch, es hat auch geklappt. Das waren natürlich nur schlechte Aufnahmen. Man sieht's am ersten Video, dass das natürlich nur schlechte Aufnahme war. Da habe ich noch keine Bearbeitungsprogramme gehabt und so. Und zuerst habe ich gemeint, nee, das schaffe ich nicht und schaffe ich nicht, und habe das Handy wieder ausgemacht und habe eine Zeit lang nachgedacht, ob ich anfangen soll. Und ja, dann habe ich das Motto mir zu Herzen, dann habe ich irgendwo das schon mal gehört gehabt und habe mir dann gedacht, na, versuch's es mal. Du weißt es ja nicht, wenn du es nicht versuchst. Ja, und dann habe ich angefangen. Und ja, es ist gut gelaufen, trotz dass schlechte Kommentare kommen sind in der Anfangszeit. Es ist relativ gut losgegangen, weil niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht. Und den Spruch habe ich von irgendjemandem kurz bevor ich angefangen habe gehört. Ich glaube, von meinem Vater war's. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lege ich los. Der Spruch ist gut, jetzt lege ich los, und zwar mit Sprüche. Und das erste Video habe ich ja schon mal verlinkt gehabt, und der Olli Schwarz hat dir nach vom ersten bis zu einem bestimmten Video aufgelistet. Schaut's doch mal beim Olli Schwarz vorbei, wenn es euch interessiert. Und wie gesagt, der 28. Kommentar steht jetzt dann auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Beim Abonnieren, ja, da gibt es eine Glocke, habe ich euch schon gesagt. Meine Social Media Sachen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Der Spruch steht in der Videobeschreibung. Meine beiden Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns morgen zu Max grüßt, Folge 66.